Lieber Herr Professor Zerniko, liebes Team des Kinderpalliativzentrums Datteln, liebe Familien. Wenn Kinder und junge Menschen leiden und vor der Zeit sterben müssen, dann tut das besonders weh. Die Zeit der Krankheit ist schwer für die Familien. Niemand kann ihnen mit Gewissheit sagen, welchen Verlauf die Krankheit nimmt. Manchmal dauert sie wenige Monate, oft viele Jahre. Dieses Wissen begleitet die Familien. Niemand kann ihnen das abnehmen. Aber helfen, das ist möglich. Das Team im Kinderpalliativzentrum Datteln hilft. Seit 10 Jahren sind sie da. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Sie sind mit dem ganzen Herzen dabei. Auf der Palliativstation Lichtblicke, der ersten pädiatrischen Palliativstation Deutschlands, ebenso wie zu Hause durch ihr spezialisiertes ambulantes Palliativversorgungsteam. Mit ihrer Einrichtung sind sie ein Geschenk, nicht nur für das Ruhrgebiet. Ihre Arbeit ist vorbildlich, in Deutschland und sogar in Europa. Mein großer Dank geht an das Team aus Profis und ehrenamtlich Engagierten. Sie helfen den Familien, ihren Weg mit der Erkrankung zu gehen. Danke für Ihre tolle Arbeit und vielen Dank für das Engagement. Bitte machen Sie weiter so. Leider erlaubt die Corona-Pandemie keine Feier vor Ort in Datteln. Daher grüße ich Sie aus der Ferne. Alle guten Wünsche zu 10 Jahren Kinderpalliativzentrum Datteln und herzliche Grüße aus dem Bundesfamilienministerium.